Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Das Haus, was ihr da hinter mir sehen könnt, dieses schöne Hochhaus, ist so ein wenig das heimliche Wahrzeichen der Stadt Leipzig. Der Uniriese oder City-Hochhaus genannt, ist so das Gebäude, was man als erstes sieht, wenn man Leipzig mal besuchen kommt. Und ja, es ist einfach das höchste Gebäude in Leipzig. Spannend ist aber, wem das Objekt gehört. Und zwar das Haus gehört Merrill Lynch. Und Merrill Lynch ist seit 2009 Tochterunternehmen der Bank of America. Demnach gehört das heimliche Wahrzeichen der Stadt Leipzig der Bank of America. Aber darum soll es hier heute gar nicht gehen, sondern heute geht es um die Dividendendynamik im Dividendenstrategiedepot. Dividendendynamik heißt nichts anderes als die Steigerung der Dividende pro Jahr. Und um uns diesem Problem oder diesem Effekt ein wenig genauer anzuschauen, schauen wir uns als erstes nochmal ganz kurz an, was der Zinseszinseffekt ist und was er so kann. Betrachten wir nun ein kleines Beispiel, um die Kraft des Zinseszinseffektes zu verdeutlichen. Klein Franz ist 20 Jahre alt und die Großeltern von Klein Franz haben jedes Jahr 1.000 Euro für ihn zur Seite gelegt. Nun im Alter von 20 Jahren bekommt Klein Franz die 20.000 Euro und überlegt, was er damit machen soll. Sein Bankberater rät ihn zu einem offenen Schiffsfonds. Klein Franz ist aber schlau und hat Gerd Kommer gelesen und hat deswegen beschlossen, passiv in Indexfonds zu investieren. Gehen wir doch gleich mal rein und schauen mal, was so aus 20.000 Euro werden können. Wir sind hier auf der Seite des Qualitätsindexes, also für so eine Rechnung ist das eine schöne Seite. Auf jeden Fall hat Klein Franz 20.000 Euro Startkapital. Er möchte nicht monatlich besparen und er hat leider auch keine 15% Rendite, sondern nur, sagen wir, 7,5%. Da Klein Franz bis jetzt ohne das Geld ausgekommen ist, hat er beschlossen, er möchte das auch weiterhin und möchte einfach bis zur Rente, bis er 60 ist, das Geld jetzt einfach liegen lassen und ja, sich vielleicht ein, ja, vielleicht wird es ja mehr und er hat dann was für die Rente. So, das heißt, aus den 20.000 Euro über 40 Jahre werden 360.000 Euro. Die Kraft des Zinseszinseffektes. Eingezahltes Kapital 20.000, Zinseinnahmen gesamt 340.000 Euro. Das ist natürlich eine gigantische Summe. Man muss aber sagen, das ist einfach die Zeit. 40 Jahre sind eine unfassbar lange Zeit. Und man sieht hier unten sehr schön die Kraft des Zinseszinseffektes. Der Zinseszinseffekt ist grundsätzlich super einfach zu erklären. Du legst Geld an, wie Franz, 20.000 Euro. Nach einem Jahr, wir sehen das hier unten sehr schön, nach einem Jahr hat er 21.500 Euro. So, und jetzt ist der Zinseszinseffekt nun mal exponentiell. Das heißt, die 1.500 Euro, die Franz bekommen hat, werden quasi direkt wieder mit angelegt und im Folgejahr bekommt er Zinsen auf seine Zinsen. Zinseszinseffekt. So, sieht man auch, das geht quasi immer und immer und immer schneller. Am Anfang, im ersten Jahr, hat er 1.500 Euro bekommen und gehen wir mal nach ganz unten. Im letzten Jahr dann sind es 23.000 Euro, die Differenz zwischen diesen beiden Zahlen um die 23.000 Euro, die Franz bekommen hat. So, was hat das Ganze nun mit Dividenden zu tun und wieso gucken wir uns jetzt die Zinseszinseffekt an? Und zwar ganz einfach, bei Dividenden ist das so ähnlich. Genau genommen ist es eigentlich genauso, dass es ebenfalls so, dass man eine jährliche Rendite haben kann, die Dividende steigt jährlich und das kann man genauso berechnen wie den Zinseszinseffekt. Und zwar schauen wir doch nochmal in das Depot rein. Und zwar haben wir hier die jetzt 11 Aktien aufgelistet. Ich habe hier die Vonovia schon dazugenommen und ich habe mal die letzten 5 Jahre aufgelistet, was wir hier sehen. Das heißt, wir sehen hier im Jahr 2013 hat Airbus zum Beispiel eine Dividende gezahlt von 0,6 Euro oder Dollar und im Jahr 2015 beispielsweise schon 1,20 Euro. Insgesamt sieht man dann hier hinten immer bei jedem Unternehmen, wie die Dividende sich über die letzten 5 Jahre entwickelt hat. Da sehen wir natürlich ganz vorne Airbus hier. Also Airbus hat seine Dividende mehr als verdoppelt in den letzten 5 Jahren. Grundsätzlich war ja der Gedanke beim Dividendenstrategiedepot, dass wir alle 10 Jahre eine doppelte Dividende kriegen. Also eine Rendite so zwischen 7% und 8% pro Jahr haben. Wir sehen, wir haben hier viele Unternehmen, die allein in 5 Jahren das schon sehr gut geschafft haben. Zum Beispiel auch Starbucks mit 124%. Selbst eine Vonovia mit 94%. Das ist gigantisch. Gleichzeitig haben wir aber auch Unternehmen wie zum Beispiel AT&T hier, das sind gerade mal 9%, also das ist ein jährliches Wachstum von 2% oder sowas. Und da kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt und zwar, wenn wir hier nach drüben schauen, haben wir die Dividendendynamik, also wenn ich jetzt hier drüben sehe,
22% bei General Electric. Was heißt das denn genau? Wie viel ist das jetzt im Jahr? Muss ich das jetzt durch 5 nehmen oder wie? Nein, nicht ganz. Und zwar bei 4% hier, bei einer Dividendendynamik von 4%, macht das in 5 Jahren 22% aus und in 10 Jahren 48%. So, das heißt, wir können schon mal sagen, dass McDonald's, MCD steht für McDonald's, und General Electric 22%, also eine aktuelle Dividendendynamik von 4% haben, was nicht unbedingt attraktiv ist, gebe ich zu. Gleichzeitig haben wir mit Airbus und Starbucks natürlich Unternehmen, die hier, wenn man hier mal schaut, 125% auf 5 Jahre, ja, das sind 17,5% über die letzten 5 Jahre an Dividendendynamik gehabt haben. Und wenn man jetzt mal weiterguckt, hier drüben haben wir Jahr 10. Das heißt, wenn das nur so weitergeht, wenn wir hier zum Beispiel 17,5% hätten bei Airbus, wenn das auch so weitergeht, die nächsten 5 Jahre, dann wären wir bei einer, also hätten wir nicht nur eine Verdopplung, hätten wir nicht nur 100%, sondern 400%. Also das ist wirklich gigantisch. Gleichzeitig haben halt so Unternehmen wie General Electric nach 10 Jahren dann hier nur 48%. So, jetzt haben wir die ganzen Zahlen aufgelistet und alles schön und gut. Nun ist ja die Frage, was ist denn der Mittelwert davon? Und den können wir hier ganz einfach mal zusammen berechnen. Machen wir hier oben mal den Mittelwert raus aus den ganzen Zahlen. Genau. Und der Mittelwert für das Depot, so wie es aktuell aussieht, ist bei 57%. Ist das nun gut oder schlecht? Nun schauen wir mal hier drüben. Unser Ziel war, zwischen 7 und 8% zu landen. Zwischen 7 und 8, das wären 40 bis 47%. Wir sind aber zwischen 9 und 10, also in etwa bei 9,5 gelandet, was ein super Wert ist dafür, dass wir absolut klassische Blue Chips haben, also dass wir wirklich 0815 Aktien haben. Und wenn wir zwischen 9 und 10% sind, können wir mal schauen, was das auf 10 Jahre ausmacht. Da sind wir bei 140, 150%. Also wir werden wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, nicht nur 100% erreichen, was unser Ziel war, sondern aktuell sieht es sogar so aus, als ob wir gut über das Ziel hinaus schießen könnten. Jetzt könnte man ja sagen, ja, okay, das sind jetzt aber nur 5 Jahre gewesen, das kann ja niemals so durchgehalten werden. Vernünftiges Argument. Schauen wir uns zum Beispiel mal Johnson & Johnson an. Johnson & Johnson zahlt ja schon ewig Dividende, muss man einfach mal sagen. Und zwar springen wir mal zurück. Hier. So, hier haben wir die Dividende der letzten 20 Jahre von Johnson & Johnson. Also nicht ganz 20 Jahre. Wir schauen hier unten, die letzte Zahl, die wir haben, ist 1999. Da hat Johnson & Johnson eine Dividende gezahlt von 55 Cent. Nun schauen wir mal. Okay, die aktuelle Schätzung liegt für das Jahr 2019 bei 3,78. Jetzt rechnen wir mal aus, was das in 20 Jahren für eine Dividende wäre. Also was das für eine Dividendenrendite wäre. Kann ich euch auch gleich zeigen, wie man das ausrechnet. Und zwar machen wir jetzt hier 100 durch. Was hatten wir am Anfang? 55 Cent, also 0,55 mal 3,78 Euro waren das, glaube ich. 3,78 Euro, genau. Also rechnen wir das jetzt mal 3,78. So, das stimmt aber noch nicht ganz. Wir müssen hier noch die 100 abziehen, die wir ja quasi draufgerechnet haben. Also nehmen wir das minus 100 und kommen, machen das hier mal schön fett, und kommen auf eine Dividendenrendite, also Dividendenrendite ist falsch, auf eine Dividendendynamik, auf eine Dividendensteigerung in den letzten 20 Jahren von 587%. 587% mit einem klassischen Blue Chip wie Johnson & Johnson. Das ist schon wieder ein gigantischer Wert, und das ist nicht mit den, aktuell haben wir hier 5%, 28, 28 hier drüben heißt 5% Dividendendynamik, aber über die letzten 20 Jahre waren es 587%. Ja, das ist auf jeden Fall ein wirklich guter Wert. Also die 57 hier unten sind ein super Wert, beziehungsweise 9,5% Dividenddynamik liegt deutlich über dem, was wir erreichen wollten und was eigentlich das Ziel war. Also obwohl wir Aktien wie AT&T hier dabei haben und General Electric, McDonald's, die wirklich ja schon durchaus viel Dividende zahlen, also eine hohe Ausschüttungsquote haben, haben wir es trotzdem geschafft, 9,5% als Dividendendynamik zu erzeugen in dem Depot. Das ist wirklich große Klasse. Das waren jetzt natürlich super viele Zahlen.
Keine Sorge, die musst du nicht alle behalten. Die sind für den zweiten Teil der Serie nicht besonders wichtig. Die einzige Zahl, die du allerdings behalten solltest, sind da die 9,5%. Die wären gleich nochmal wichtig, weil wir uns im zweiten Teil der kleinen Serie nun anschauen, was für eine Auswirkung das konkret auf das Dividendenstrategie-Depot hat und was dann so aus 250 Euro alles werden kann. Ich bedanke mich fürs Zusehen, freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin.